Konami muss damit echt aufhören. Wenn ihr euch jetzt fragt, was genau meint er damit? Denn eigentlich kann man mit so vielen Sachen bei Konami aufhören. Aber was ich speziell meine, ist bestimmte Arten von Karteneffekten. Womit muss Konami aufhören? Und ich habe für euch heute einmal 5 verschiedene Sachen, die Konami tut bei Karten, die meiner Meinung nach nicht die beste Idee sind für das Design einer Karte. Für alle, die es nicht wissen. Ich persönlich, ich mag's, wenn Decks verschiedene Dinge tun. Das ist wahrscheinlich nicht schlimm, das mögt ihr wahrscheinlich auch. Ich find's cool, dass Konami versucht, immer wieder verschiedene Sachen ins Game zu integrieren. Es gibt so ein paar Dinge, die sollten Decks einfach nicht tun können. Und wir fangen an mit dem ersten Punkt. Und das ist, Karten aus deiner Hand klauen. Wenn's so random Effekte sind, die dir eine Karte aus deiner Hand klauen können, okay. Wenn aber dann Konami mehr solcher generischen Karten macht, die alle das gleiche tun, ihr habt halt nur 5 Karten in eurer Hand, oder 6, wenn ihr stacken geht. Und wenn man die stacken kann, kann man halt ganz einfach so ein Game entscheiden. Das beste Beispiel dafür ist einmal der Gamla Dragon, der mittlerweile ja auch verboten ist, seit ein paar Jahren schon. Der dir einfach 2 Handkarten klauen konnte. Und das war nicht once per turn, das heißt, das konntet ihr 2-mal machen. Und ihr habt damit eine Karte gestartet gegen ein komplettes Endboard. Das ist nicht Sinn der Sache. So Karten wie Omega, die einfach die random eine Karte klauen können. Klar, Omega ist auf 1, aber die Karte war ja mal auf 3. Und es kann ja nicht sein, dass Konami ein Design entwickelt und sagt, okay, wir machen dieses Design, das kann das. Und ja, wir setzen die einfach später auf 1, damit das halt nicht so schlimm ist. Das ist eigentlich keine gute Designphilosophie. Denn du als Spieler kannst dich darauf echt schwer vorbereiten, wenn der Gegner einfach Karten aus der Hand klaut. Das ist ein bisschen kritisch. Ich glaube, das Handrippen ist das Schlimmste von dem, was Konami machen kann. Neben einer anderen Sache, auf die wir heute noch kommen. Aber ich glaube, das ist das Schlimmste. Ich glaube nicht mal, dass das schlimm ist, wenn manche Deckthemen sowas tun können. Aber die dürften das nicht konstant und mehrfach machen können. Denn eine Handkarte, vielleicht 2, wenn du ganz viel Glück hast, das aus der Hand rippen zu können, wenn das ein bestimmtes Deckthema kann, das ist okay. Aber wir haben ja mittlerweile den Punkt erreicht, in Yu-Gi-Oh!, wenn ein Deckthema eine Handkarte rippen kann, versuchen wir zu gucken, ob man mit dieser einen Handkarte, die man rippen kann, noch mehrere Handkarten-Rip-Effekte machen kann und die dann mehr Kampf von der Hand klauen kann. Und das ist irgendwie nicht Sinn der Sache. Deswegen glaube ich, würde besser fahren, wenn diese Effekte, die in die Hand vom Gegner was rausnehmen, einfach gar nicht mehr existieren würden. Der nächste Punkt sind eigentlich 2 Punkte, die aber irgendwie zusammengehören. Und das sind einmal Sachen, die aus dem Extra-Deck Karten rausnehmen können und Karten, die aus dem Deck Karten rausnehmen können. Ich weiß, das mit dem aus dem Deck gibt es seit Tag 1 in Yu-Gi-Oh!, dass da Karten irgendwie weggenommen werden können. Das mit dem Extra-Deck ist relativ neu. Der Grund, warum ich diese Art von Effekten nicht mag. Ihr müsst euer Deck darauf bauen, dass diese Karten im Deck drin sind. Im besten Fall mehrfach, damit, wenn so ein Effekt kommt, der die Karte aus dem Deck irgendwie klauen kann, dass ihr da noch eine von habt. Und das finde ich irgendwie nicht Sinn der Sache. Denn es gibt manche Kombinationen von Karten, die ihr spielt, die ein Combo Piece im Deck brauchen. Ich nehme jetzt mal als Beispiel einfach eine Sprite-Variante. Ihr braucht für Sprite braucht ihr den Angler im Deck, damit ihr den Effekt benutzen könnt. Ich weiß, Sprite ist nicht unbedingt das beste Deck, aber darum geht es gerade gar nicht. Und wenn euer Gegner die Möglichkeit hat, euch die Angler aus dem Deck zu klauen, könnt ihr nicht spielen. Ich glaube, der Aspekt, der so am frustrierendsten an diesem ganzen Ding ist, mit Karten aus dem Deck klauen, ist dieser Random-Faktor. Denn wenn die Karten vom Gegner bestimmte Karten von deinem Deck weglegen würden, zum Beispiel so eine Art von Karte, also nicht, ein Fischmonster als Beispiel, ist ja vollkommen Bums. Dann wäre das nicht so schlimm, weil dann könnte man sich darauf vorbereiten. Dadurch, dass sie aber random Sachen banishen, invalidieren diese Arten von Karten komplette Deckthemen, die bestimmte Karten im Deck brauchen. Ich nehme jetzt mal Runic als Beispiel. Runic wäre so ein cooles Deck, wenn das nicht Slap-On diesen Effekt hätte, dass es vom Gegner Karten banishen könnte. Die Engine in sich ist halt ziemlich cool. Du hast ein Fieldspell, du siehst Karten, du kannst was zerstören, du kannst was negieren. Das ist ja alles cool. Aber das Banishen vom Gegner, warum ist das da drauf? Es ist halt einfach so frustrierend als Gegenspieler. Dann aktiviert er eine Karte, die eine Karte verbanisht. Und ist die Karte, die weggeht, genau die Karte, die du gebraucht hast. Und das ist irgendwie doof. Das mit dem Extra-Deck ist nicht ganz so schlimm, weil wir nicht so viele Karten haben, die jetzt damit interagieren können. Das grundsätzliche Problem dabei ist, dass Konami in den letzten 2 Jahren mehr solcher Karten gemacht hat. Und ich habe halt Angst, dass Konami noch mehr solcher Karten macht. Denn wir haben Unicorn, die was rippen kann. Ja, wir haben einmal das Ding hier, was auch was rippen kann, was ziemlich nervig ist. Die Karten sind gar nicht mal so schlimm. Die Dogmatik-Karten zum Beispiel, die können dir aus deinem Extra-Deck 5-8 Karten rippen in einer Runde. Das Deck selber ist halt nicht so gut. Aber wenn so ein Deck besser wird, hast du damit ein Problem, weil du spielst mit deinem Extra-Deck
zum Großteil deiner Runde. Es gibt natürlich ein paar Decks, die das nicht machen, aber das macht halt ein Großteil der Decks. Deswegen ist das irgendwie schade, dass Konami Strategien entwickelt, die intern komplett andere Decks nicht spielen lassen. Ich habe ja kein Problem damit, wenn man in Yu-Gi-Oh! Halt ein Duell hat und dann spielen Leute gegeneinander. Ich finde es halt irgendwie kacke, wenn wir halt nicht spielen können. Und das nur, weil da irgendein Floodgate ist oder irgendeine Karte, die ich gebraucht habe, jetzt weg ist, weil irgendein random Gegnerkarteneffekt mir die Karte irgendwo weggeklaut hat. Ob sie in der Hand ist, im Deck oder im Extra-Deck, ist eigentlich vollkommen egal. Aber ich finde, das ist ein Konzept, das sollte irgendwie nicht da sein. Ihr könnt mir in den Kommentaren da lassen, wie ihr es genauso seht, aber das ist für mich so das Frustrierendste an ganz Yu-Gi-Oh! Wenn der Gegner irgendeine Karte aktiviert und ich habe die Möglichkeit nicht, das zu spielen, was ich spielen möchte, weil die Karte, die eigentlich da sein müsste, nicht mehr da ist, wo sie hingehört. Weil wenn du die Karte ziehst und du hast dadurch geblickt, okay, Pech gehabt. Aber noch zusätzlich damit zu copen, dass der Gegner irgendwas machen kann, was dein Deck beeinflusst. Kritisch. Nachdem wir uns ein bisschen aufgeregt haben über Karten, wo wir nicht wirklich viel was machen können, geht es einmal Karten, die wir theoretisch selber spielen können. Und das sind einmal Floodgates. Und ich meine nicht unbedingt mal die Floodgates, die auf dem Feld bleiben, um irgendwas zu machen. Die sind zwar auch ultra nervig und sollten meiner Meinung nach im Game nicht existieren, aber die sind gar nicht mein Problem. Die Karten, die ich meine, sind Floodgates, mit denen wir nicht interagieren können. Das heißt, die aktivieren einen Effekt, der löst sich auf, dann ist das so. Und damit habe ich ein Problem. Denn so Karten wie Abyss Dweller zum Beispiel. Ich persönlich finde Abyss Dweller selber ist eine coole Karte vom Design her, weil die was ganz Spezifisches macht. Aber dass der Effekt, wenn der einmal aufgelöst ist, für die ganze Runde so ist, ist ein Konzept, was ich ganz, ganz furchtbar finde. Und ich finde das am schlimmsten, wenn Konami den Move macht und ein Deckthema nimmt und sagt, okay, dieses Deckthema ist eigentlich gar nicht spielbar. Wir machen das einfach so, wir geben dem Deckthema ein random Floodgate als Support, damit das wieder mitspielen kann. Das krasseste Beispiel für mich in der jüngsten Vergangenheit war da Mayakashi. Mayakashi ist ein unglaublich interessantes Deck. Es hat ein Monster, was immer wieder zurückkommt, wenn ihr ein anderes Mayakashi-Monster auf dem Extra-Deck beschwört. Und dann könnt ihr halt damit linken, ihr könnt damit Synchro beschwören und habt alle nachher im Friedhof. Wenn das auf dem Feld weggeht, kommt aus dem Friedhof wieder zurück. Super cooles Deck, von der Idee her. Dann macht Konami eine Fallenkarte, die sagt, ja, du kannst eins von dir tributieren und für den Rest der Runde keine Spezialbeschwörung mehr. Und ich sitze da und denke mir so, warum? Das hat mit dem Deck halt gar nichts zu tun. Aber ja, cool, dann kann der Gegner halt nicht spielen. Und es kann ja nicht der Sinn eines Kartenspiels sein, Karten für ein Deckthema zu entwickeln, damit die spielbarer sind, wenn der Gegner nicht mitspielen kann. Denn ich glaube, es gibt genug Wege, Decks spielbar zu machen, auch in moderneren Formaten, ohne denen halt so ein dummes Floodgate zu geben, womit der Gegner nicht richtig interagieren kann. Das ist halt richtig beschissen. Und es gibt ja auch so richtig krasse Offender von diesen Floodgates, die halt wirklich so komplett dumm sind. Wie die Harpyen-Fallenkarte hier, wo ich auf den Moment warte, wo diese Karte konstant in einem Tier 1 Deck nutzbar ist. Und das wird der Punkt sein, wenn Harpyen wirklich mal ein Tier 1 Deck wird und die Karte von der Hand einfach slippen kann, sagen kann, nö, keine Monstereffekte. Ich hoffe nicht, dass der Punkt kommt, aber das ist so ein Punkt, wo ich denke so, warum existiert so eine Karte? Also was ist der Grund dahinter? Denn Konami kann ja nicht wollen, dass die anderen nicht mitspielen, weil dann spielt ja keiner. Also der eine spielt halt, der andere spielt nicht und dann cool, frustriert und geht nach Hause. Das ist für mich so ein bisschen so ein kleines Problem, wo ich denke so, das sollten wir vielleicht nicht weiter promoten. Ne? Nur so ein Tipp von mir für alle, die halt Karten bei Konami designen. Ich hoffe, ich spreche Deutsch, by the way. Wenn euch so eine Art von Content von mir gefällt, lasst mir gerne mal ein Like da und schreibt mir in die Kommentare mal rein, was so eure Hasseffekte sind, die ihr nicht im Game sehen wollt. Wir machen aber weiter mit dem nächsten Punkt. Und der nächste Punkt geht so ein bisschen auf das ein, was ich gerade schon gesagt habe, nämlich, dass wir mit Karten nicht interagieren können. Wir könnten theoretisch diese ganzen Floodgates irgendwie annullieren. Ist zwar nervig, aber wäre theoretisch ja möglich. Es gibt aber auch Karten, auf die wir nicht reagieren können. Und diese Karten sind beschissen. Und ich verstehe bis heute nicht, warum das überhaupt ein Thema ist. Denn in Heeren ist Yu-Gi-Oh! Ein Kartenspiel, wo wir mit anderen Leuten interagieren, weil wir gegeneinander spielen. Und dann Karten zu designen, die sagen, wenn ich das mache, kannst du nichts machen, außer dass das passiert. Super Poly ist ein ganz klassisches Beispiel dafür, weil die einfach sagt, wenn die aktiviert wird, that's it,
Ich aktiviere die Karte. Du kannst dagegen nichts machen. Ich fände das nicht mal so krass schlimm, wenn es Wege geben würde, da mit diesen Karten irgendwie zu interagieren. Es gibt ja so ein paar Karten, die die Resolution, also die Auflösung von dem Effekt, irgendwie negieren können. Dann könnte man sowas ja auch theoretisch aufhalten. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass die meisten dieser Karten, die das in Auflösung machen, weil die halt extrem gut sind, logischerweise, nur entweder die erste Karte annullieren oder bestimmt was machen können, dass der Gegner das immer irgendwie rausholen kann, bevor er diese Karte ausfällt, klatscht. Und dass wir nicht genau entscheiden können, was davon wir annullieren möchten. Es gibt eine Ausnahme übrigens, und das ist einmal eine Karte wie Dark Ruler zum Beispiel. Dark Ruler ist auch eine Karte, mit der können wir nicht interagieren. Aber, und das ist eigentlich eine schöne Lösung, zu sagen, du kannst mit einer bestimmten Art von Karte nicht damit interagieren. Im Fall von Dark Ruler ist es halt Monster. Und Dark Ruler hat eine krasse Downside, die viele immer wieder vergessen. Ihr könnt nämlich keinen Damage machen in dieser Runde, wenn die Karte aktiviert wurde. Und das heißt, auch wenn ihr das gegnerische Board wahrscheinlich outet, ihr seid zumindest nicht dead. Und auch wenn natürlich das Board von euch weg ist und wenn ihr keinen Follow-up habt, natürlich auch, dann ist halt vorbei. Es ist halt trotzdem so, dass man theoretisch die Möglichkeit hätte, danach zurückzukommen, weil ihr euch nicht instant umbringt. Bei Superpolis ist es aber so, dass ihr euch theoretisch instant umbringen kann, denn ihr könnt da nicht darauf reagieren. Der Gegner macht irgendwas und dann rennt rein. Das schließt übrigens auch so Karten ein wie Branded Lost und Magic Meltdown. Wenn Fusionsmonster beschworen wird, kannst du keine Karteneffekte aktivieren. Das ist zwar nicht so krass wie Superpoli, aber warum ist das ein Thema? Klar, man möchte halt diese Fusionsdeck ein bisschen nutzbarer und stärker machen, aber das ist doch irgendwie nicht die Lösung dafür. Vielleicht sehe auch nur ich das so, aber ich finde, solche Karten sollten einfach nicht da sein. Weil Super Poli wäre eine super coole Karte, wenn man auf die reagieren könnte. Man könnte ja meinetwegen sogar sagen, die Aktivierung von Super Poli kann nicht annulliert werden. Das wäre zwar auch richtig räudig, aber es gibt uns zumindest die Möglichkeit zu interagieren. Wenn der Gegner so eine Karte macht, wenn ich vielleicht nicht die Aktivierung annullieren kann, kann ich vielleicht vorher meine Monster wegbewegen, dass er halt kein Target mehr hat, was er beschwören kann. Was auch immer. Irgendwas, was wir machen können, dass die Karten nicht einfach nur aktiviert werden und dann, okay, das ist so. Denn Interaktion, wir möchten Interaktion in Yu-Gi-Oh! Der fünfte und letzte Punkt, den Konami nicht mehr machen sollte, ist Karten zu schreiben, die nicht Hard Ones per Turn sind. Ich weiß, es gibt Designs, wo das nützlich ist, dass die Karten nicht Ones per Turn sind. Oder das Deckthema muss davon leben, dass es nicht Ones per Turn ist. Das große Problem, was ich damit immer habe, ist, dass solche Karten extrem schnell eskalieren können. Viele Karten, die nicht Hard Ones per Turn sind, sind in der Regel ältere Karten. Aber wir haben ja also auch neue Karten bekommen, wie die Poly-Karten, die auch nicht Once per Turn sind. Und das ist für mich so ein Design, wo ich mir denke so, hättest du das nicht anders, besser machen können mit einem Hard Once per Turn? Weil das Problem ist, wenn du mal gegen so ein Deck spielst, die haben Karten im Deck, so 16 Stück, die ungefähr das gleiche machen, aber nicht Once per Turn sind, kannst du halt nicht viel dagegen machen, denn die aktivieren die Karte, dann analysierst du das vielleicht. Aber vielleicht haben die nochmal so eine Karte oder die gleiche Karte und dann können die das nochmal machen. Die Interaktion, die du mit dem Gegner hast, ist halt irgendwie nicht so cool. Das Schlimmste ist natürlich immer dann, wenn diese Once-Per-Turn-Effekte zu irgendwas dumm werden, wie irgendeinem Loop oder irgendwie, ich suche mir 15 Karten in meinem Zug. Dann wird es ein bisschen kritisch, wobei ich auch da wieder sagen muss, die älteren Karten, dass sie nicht Once-Per-Turn sind, ist meistens okay, weil das zu benutzen damals nicht so einfach war. Heutzutage kann man viele von diesen Effekten abusen, wenn man denen sinnvolle Karten gibt, die das halt machen können. Das beste Beispiel dafür ist Super Heavy Samurai. Die hatten ein Monster, was versuchen kann, wenn die vom Feld auf den Friedhof geht. Nicht Once per Turn. Jetzt haben die neue Supportkarten bekommen, die das halt dann viermal eine Runde machen können. Das führt halt dazu, dass wir Decks haben, die dann, sagen wir so, unbrechbare Boards bauen können, die nicht so geil sind. Das war's schon mit 5 Dingen, die Konami bitte nicht mehr machen sollte. Wenn ihr wissen wollt, welche guten Karten immer gut sein werden, guckt euch dieses Video an. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.